ums Eck. Der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen bei Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und heute ist mein Gast Andreas Hartkorn. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, Alexandra. Andreas, du bist der Hartkorn von Hartkorn-Gewürze. Das stimmt, ja. Und das ist ein Familienunternehmen aus Koblenz. Ich glaube, das weiß nicht jeder. Ja, uns gibt es in der Tat schon sehr lange. Wir sind 1920, 1. April 1920 in Koblenz gegründet worden. Und das Gründungshaus liegt oder lag in Koblenz Neuendorf im Brenderweg. Und das Haus gibt es auch noch, aber dem sind wir inzwischen entwachsen. Wundert es dich, wenn Menschen erstmal überrascht reagieren, Hartkorn-Gewürze kommt aus Koblenz? Ehrlich gesagt, wundert es mich nicht. Es ist mir auch nicht so wichtig, ob man jetzt weiß, dass wir aus Koblenz sind oder wo auch immer wir her sind. Das ist für mich jetzt nicht so entscheidend, weil wir unsere Produkte ja nicht nur in Koblenz und in der Umgebung verkaufen, sondern im gesamten Bundesgebiet. Es ist mir drum viel wichtiger, dass wir eine gute Distribution in dem Bereich erzielen. Und wenn man uns in Koblenz kennt, ist das schön, aber ich bin da nicht traurig, nee. Ich sehe das so, das ist ja ein durchaus bekanntes Unternehmen. Jetzt nicht, überhaupt nicht regional gedacht, sondern schon deutlich weiter. Und deshalb ist es schon etwas, worauf man so als Mensch in der Region vielleicht sogar stolz sein kann. Ach Mensch, schau doch mal, diese Gewürze kommen von hier. Also die Gewürze an sich wahrscheinlich nicht, aber es ist ein Koblenzer Unternehmen. Ja, also regional ist an der Stelle das Produkt nicht, das stimmt. Ja. Die Gewürze kommen aus aller Herren Länder und die meisten aus den entferntesten Ländern sogar. Aber sie werden eben hier veredelt, ne, in Koblenz. Das heißt gemahlen, gemischt und verpackt und dann eben in die Supermarktregale verbracht. Ich bin tatsächlich heute hier bei euch im Bürogebäude, im Bürokomplex in Mülheim-Kärlich ist das inzwischen. Das ist auch sehr modern und darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber du hast vorhin erwähnt, eigentlich hat das alles in Koblenz angefangen, im Brenderweg. Kannst du uns so einen kleinen Abriss der Unternehmensgeschichte geben? Ja. 1920 hat mein Urgroßvater zusammen mit seinem Sohn, also meinem Großvater, unsere Firma gegründet. Mein Urgroßvater, das war Josef Hartkorn und mein Großvater war der Anton. Also Josef und Anton haben 1920 die Firma gegründet und hatten eigentlich gar nicht ausschließlich Gewürze im Portfolio. Das war ein Teil des Portfolios. Meine Vorfahren hatten einen bunten Bauchladen an Sortiment im Gepäck, welchen sie den Tante-Emma-Läden an Rhein und Mosel angeboten haben. Und so war es dann so, dass mein Großvater, der jüngere und sportlichere von beiden, mit Fahrrad an Rhein und Mosel rauf und runter gefahren ist, Tante-Emma-Lädchen besucht hat und Kunden akquiriert hat und Verkäufe getätigt hat. Mein Urgroßvater hat die Stellung in Koblenz im Brenderweg gehalten und hat die Aufträge, die eingeholt worden sind, mit alleine zunächst, beziehungsweise mit der Familie und später dann auch mit Mitarbeitern verarbeitet. War das auch ein Laden im Brenderweg, wo man direkt Sachen kaufen konnte oder war das tatsächlich zum Vertrieb? Nee, das war das Wohnhaus meiner Großeltern und Urgroßeltern und beide hatten dann hinterm Haus eine Scheune, sozusagen, so kann man sich das vorstellen. Das war nicht groß, das war ganz überschaubar. Das heißt, dort ist alles unter einem Dach geschehen. Man hat dort gelebt, man hat dort gearbeitet und ist da auch dann wieder abends ins Bett gegangen, ne? Ja, und hat die Sachen vertrieben. Also so ein bisschen, wie man das von den Startups kennt, die in der Garage entstanden sind, sozusagen. Ja, 1920 waren die beiden ja auch ein Startup. Ja. Und nach schnellem Start haben die beiden dann allerdings auch feststellen müssen, dass das nicht so einfach ist. Kurz nach Unternehmensgründung musste mein Urgroßvater und mein Großvater das Unternehmen auch
kurzfristig wieder schließen wegen einer Insolvenz. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ganz interessant, denn mein Großvater hatte einen zu Beginn gleich großartigen Auftrag an Land gezogen, vermeintlich großartigen Auftrag, über 500.000 Vanillebeutelchen. Und diese hatte er zu einem Festpreis vereinbart, dass diese Beutelchen auf Abruf gezahlt werden. Und das war dann auch das Problem. Es kam dann zum Geldverfall, zum Währungsverfall und irgendwann konnte er zu dem Preis, zu dem er die Artikel versprochen hatte, gar nicht mehr herstellen. Mhm. Und dann musste das Unternehmen, ich meine, das war sogar im selben Jahr, auch schon wieder schließen und hat sich berappelt und dann aber auch wieder geöffnet. Also dann war dieses Gründungsdatum 1.4. vielleicht doch nicht ganz so glücksbringend erstmal, oder? 1. April? Naja. Ach so, ja, stimmt. Ich bin jetzt nicht abergläubisch, aber vielleicht lag es wirklich so ein bisschen da dran. Man kann es vielleicht darauf zurückführen. Ne? Ja, aber Sie haben es trotzdem geschafft. Und wie war dann die Veränderung? Ich meine, das war jetzt schon ein wichtiger Hinweis. Die Nachfrage war anscheinend im Bereich der Vanilleschote ziemlich groß. Ja, im Bereich Backzutaten, Aromen, Gewürze auch. Und ich glaube, ich weiß es nicht im Detail, aber ich nehme an, das war einfach ein glücklicher, großer Auftrag damals. Und den wollte man sich nicht entgehen lassen. Man hatte aber einfach nicht die Erfahrung zu sagen, Mensch, ich muss den Rohwarenpreis, der gerade auch heute unwahrscheinlich volatil ist und damals es wohlmöglich auch war, im Blick behalten. Mhm. Und was haben Sie dann gemacht? Sie haben ja nicht direkt aufgegeben, sondern dieses eine Geschäft quasi beendet. Und wie ging es dann weiter? Also das ist nicht so genau überliefert. Mhm. Ich weiß nur, dass die Firma dann eben irgendwann wieder eröffnet werden konnte. Und von weiteren Insolvenzen ist mir nichts bekannt. Okay. Ja, und dann kam eben das eine zum anderen. Der Großvater, wie eben erwähnt, fuhr mit Fahrrad Rhein und Mosel lang, holte Aufträge ein und das wurde dann am Wochenende beziehungsweise auch unter der Woche von den übrigen Familienmitgliedern und Mitarbeitern produziert. Ja, das Sortiment war enorm umfangreich, über von Backzutaten angefangen, über Babynahrung bis hin zu Gewürzen, Kräutern, Tee, war das ein gemischter Bauchladen, weil die Kunden eben auch ein sehr breites Sortiment in ihrem Portfolio hatten, die Tante Emma Lädchen. Und ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Dann kam irgendwann der Krieg, der auch Koblenz ja schlimm heimgesucht hat. Und dabei hat mein Großvater sowohl das Gebäude verloren, beziehungsweise Teile davon, und auch viele Mitarbeiter, die in den Krieg eingezogen worden sind, teilweise dort auch verstarben. Das war dann also doppelt dramatisch. Glücklicherweise konnte es aber dann nach dem Krieg wieder weitergehen. Mhm. Also wenn wir jetzt einen ganz kleinen Schritt zurück machen, das heißt, im zweiten Einlauf haben deine Vorfahren das weiter so gemacht mit dem breiten Portfolio sozusagen. Ja. Gut. Ich habe mir mal notiert, dass da plötzlich also mehr Frauen als Mitarbeiter eingestellt wurden. Ja, also wir hatten in der Tat sehr viele Frauen in der Produktion damals beschäftigt. Das war ja alles Handarbeit. Das ist also per Hand gemischt und abgefüllt worden. Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre kam dann die erste halbautomatische Verschließmaschine dazu, die dann das Beutelchen mit Leim verschlossen hat. Bis dahin wurden die Beutel auch von meinem Großvater selber bedruckt mit Druckplatten, wie man das auch noch so aus den Museen kennt. Das wurde also alles selber gemacht. Da hat man keine Etiketten eingesetzt oder bedruckte Verpackungen zugekauft. Das hat man selber über Druckplatten erledigt. Und das waren damals schlanke Papierbeutelchen, die einfarbig bedruckt waren und dann in den Küchen der damaligen Zeit sich wiedergefunden haben. Mhm. Und du hast den Krieg angesprochen, da war das nicht leicht. Trotzdem habt ihr es geschafft, als Familienunternehmen erhalten zu bleiben. Ja, also das waren ja jetzt so zwei
Herausforderungen, die mein Großvater zu bewältigen hatte. Es gab auf dem Weg bis heute natürlich noch viele weitere. Mhm. Mein Vater, der als einer von drei Söhnen geboren wurde und im Grunde der jüngste Spross von den dreien war, musste 1967 unser Unternehmen übernehmen, musste deshalb, weil mein Großvater verstarb, recht plötzlich an Darmkrebs. Und mein Vater war damals 19, kurz vor der Schwelle zum 20. Geburtstag gestanden und absolvierte zu der Zeit noch seinen Wehrdienst und wurde dann zurückberufen sozusagen in die Familie. Seine beiden älteren Geschwister waren schon längst außer Haus. Die beiden älteren waren deutlich älter, 10 und 15 Jahre älter wie er, und hatten sich zumindest der eine davon auch mit einer Gewürzmühle selbstständig gemacht, schon Jahre zuvor, was zu einem innerfamiliären Konflikt natürlich geführt hat, was natürlich in der damaligen Zeit die Entwicklung auch erheblich beeinträchtigt hat, ne, und auch das familiäre Leben stark beeinflusst hat. Es ist zum Glück alles gut gegangen. Mhm. Allerdings stand das Unternehmen, als mein Vater es übernahm, wirklich an der Schwelle dahin, es eben nicht zu schaffen. Und und mein Vater hat damals dann das sehr umfangreiche Sortiment stark eingegrenzt, nämlich auf Gewürze und Kräuter, das, was auch heute nach wie vor unser Hauptgeschäftsfeld ist. Und ich glaube, das war zur damaligen Zeit ein wichtiger Schritt, sich zu spezialisieren. Mhm. Allerdings hat es damals erstmal auch dazu geführt, dass sich der Umsatz halbierte, weil die andere Hälfte des Sortiments ja weggestrichen wurde. Langfristig war das aber die richtige und gute Entscheidung, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Aber dann war dein Vater mit 19, knapp 20, schon ziemlich weit, oder? Dass er das geschafft hat, also wirklich dieses Unternehmen zu übernehmen und dann dementsprechend so mutige Entscheidungen auch zu treffen. Das war er auf jeden Fall. Er hatte das Glück, auch eine sehr starke Mutter an seiner Seite zu haben, die ihn zwar nicht im operativen Geschäft unterstützt hat, aber mit Rat und Tat immer zur Seite stand. Und ich glaube, das ist gerade als junger Mensch, wenn man ins Berufsleben einsteigt und vor solchen Herausforderungen steht, wichtig, Rückhalt zu haben. Und den hat er von seiner Mutter gehabt. Eigentlich seid ihr seit Generationen immer Männer, oder? An der Spitze, die das Familienunternehmen leiten. In dem Fall hast du recht, wobei auch mein Vater natürlich das nicht alleine geschafft hat, sondern auch mein Vater hatte und auch schon zur damaligen Zeit. Mein Vater ist mit meiner Mutter seit inzwischen über 50 Jahren zusammen und auch verheiratet. Und die beiden haben sich also mit 18, 19 kennengelernt. Und seitdem ist meine Mutter auch an seiner Seite, und meine Mutter war auch im operativen Geschäft unseres Unternehmens tätig. Das heißt, die beiden haben das schon zusammen gemacht. Darauf wollte ich ein bisschen hinaus, dass das zwar Männer sind, die die Unternehmen leiten, aber immer eine starke Frau auch zur Seite haben. Ja, das hört man ja häufig, ne? Ich finde, das muss dann immer schmunzeln, wenn so mancher Unternehmer sagt, hinter jedem erfolgreichen oder starken Unternehmer steckt doch eine starke Frau. Das wertet die Frau dann immer so ab. Ich glaube, es ist auf jeden Fall was dran. Alleine kann man viele Herausforderungen nicht stemmen. Jetzt egal, ob Mann oder Frau. Man braucht Rückhalt und Rückendeckung von einem Partner oder von einer Partnerin. Und heute ist es so, dass ich zusammen mit meiner Frau unser Unternehmen leite und wir auch ein tolles Team sind, so wie mein Vater und meine Mutter, beziehungsweise dann damals Josef und Anton Hartkorn es 1920 waren, als wir das Unternehmen gründeten. Ja, seit wann bist du in dieser leitenden Position? Ich bin seit 2008, seit 13 Jahren bei uns im Unternehmen, Vollzeit. Vorher war ich auch schon im Unternehmen tätig. Auf jeder Messe durfte ich dabei sein und habe mich viel mit meinem Vater ausgetauscht und war auch schon in viele Prozesse involviert. Aber seit 2008 dann wirklich zu 100% und ohne Ausnahme. Das Spannende ist auch, dass du eigentlich gar nicht so aus dieser Branche kommst, sondern du bist eigentlich Apotheker. Genau, ja.
Ja, ich habe Pharmazie studiert in München und das war, die Naturwissenschaften waren immer mein besonderes Interesse in der Schulzeit schon gewesen. Und mein Vater hat mich damals auch dazu ermuntert, das zu machen, was mir Spaß macht. Und das hat er, glaube ich, nicht ohne Grund getan, denn zur Zeit, als ich vorm Abitur stand, das war ja um die Jahrtausendwende 1999, ging es unserem Unternehmen nicht gut. Und drum hat er, glaube ich, das auch ganz gut gefunden, dass ich nicht unbedingt das Unternehmen übernehmen muss und unbedingt möchte. Und drum hat er mich bestärkt, das zu machen, was mir Spaß macht. Und das war damals die Pharmazie. Ich habe geschwankt zwischen Medizin und Pharmazie, habe mich am Ende für die Pharmazie entschieden. Hab das auch nicht bereut, denn es ist gar nicht so weit entfernt von Gewürzen und Kräutern, wie man vielleicht zu denken meint. Denn alle Rohwaren, die wir so einsetzen, stammen ursprünglich eigentlich ja, aus der Medizin, aus der Heilkräutermedizin. Und deswegen gibt es da schon eine enge Verbindung auch. Wie war denn dein Blick aufs Unternehmen? Hast du gar nicht mit dem Gedanken gespielt, ach, das werde ich irgendwann übernehmen? Hast du, oder wie war das? Weil du bist ja immerhin nach München, hast dich erstmal selbst frei entfalten können, also, oder? Oder hattest du das im Blick, irgendwann übernehme ich das? Nee, als ich nach München gegangen bin, war es eigentlich recht klar, dass ich das Unternehmen nicht übernehmen werde. Als ganz junger Spross, glaube ich, hat man immer so ein bisschen dieses Ziel, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Und das hatte ich, glaube ich, auch. Aber ich habe natürlich, wie das in so Familienunternehmen so üblich ist, ganz hautnah auch die Herausforderungen mitbekommen, insbesondere um die Jahrtausendwende. Da gab es ja große Herausforderungen mit unserem größten Wettbewerber, den wir haben, der mit aller Macht uns aus dem Handel hat versucht zu drängen und hohe Gelder an den Handel gezahlt hat, damit man auf Hardcore als Lieferant verzichtet. Und das habe ich mitbekommen, dass mein Vater jeden Abend kurz vor der Kapitulation stand, weil er nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und das ist dann auch prägend. Und drum habe ich das dann auch akzeptiert, dass die Perspektive für unser Unternehmen nicht so gut ist und es besser ist, sich auf was anderes zu konzentrieren. Und das war dann für die damalige Zeit für mich auch erstmal in Ordnung. Hm. Und im Laufe meines Studiums hat sich unsere Firma dann doch überraschend gut entwickelt, nachdem das Deutsche Kartellamt sich in diesen Konflikt eingemischt hat und unseren Wettbewerb getadelt hat und festgestellt hat, dass hier eine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt wird. Das heißt, wir können das problemlos so offen ansprechen, ja, tatsächlich. Ja, natürlich. Es gehört ja mit zu unserer Geschichte, ne? Und ja. Ich glaube, man muss ja auch immer an jeder Herausforderung, an jedem Problem auch immer wieder was Gutes erkennen. Und ich glaube, wir haben da auch uns unheimlich draus entwickelt, aus dieser Herausforderung, die immens war. Ne? Ich glaube, das stärkt einen charakterlich ungemein. Und mein Vater ist eine Kämpfernatur schon immer gewesen und sicherlich durch den Konflikt noch viel mehr geworden. Und ich glaube, dass er das auch so ein bisschen an mich vererbt hat. Also ich habe diesen Konflikt, wie gesagt, am eigenen Leibe hautnah mitbekommen. Und zum Glück konnte das Deutsche Kartellamt das auch entsprechend feststellen und dafür Recht und Ordnung in Anführungszeichen sorgen. Denn Wettbewerb an sich ist ja nichts Schlimmes. Das haben wir in allen Branchen und das befruchtet einen schließlich auch. Aber es muss auch mit fairen Mitteln zugehen und das war damals eben leider nicht der Fall. Ja, und als dann wieder ein normaler Wettbewerb eingetreten ist nach der Entscheidung des Kartellamts, hat sich das auch für uns wieder ganz gut entwickelt und wir konnten uns wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, nämlich auf unsere Produkte und uns weiterentwickeln. Und ja, und drum hat sich dann im Laufe meines Studiums gezeigt, dass es doch eine denkbare Perspektive ist, bei uns ins Unternehmen einzusteigen. Mhm.
Und du bist ja mit deinem Vater immer in Kontakt geblieben, oder? Dein Vater hat immer wieder auch bei dir Rat gesucht. Du hast gehört, was gibt's bei euch Neues, auch während du in München warst, oder? Ja, ich glaube, das war ein ganz schlauer Zug von meinem Vater. Er hat mich in viele, viele Entscheidungen integriert, obwohl ich eigentlich als Student und dann noch als Pharmazeut bestimmt vielleicht nicht der beste Ratgeber gewesen wäre, aber trotzdem war ihm meine Meinung enorm wichtig und er hat mich so in wichtige Entscheidungen mit einbezogen. Das hat schließlich dazu geführt, dass ich mich sehr mit unserer Firma beschäftigt habe und das hat mein Interesse natürlich auch enorm gestärkt. Mhm. Und dann hast du dich irgendwann entschieden, aus München zurückzukommen und ins Familienunternehmen einzusteigen. Genau. Mhm. So war das. Mir war es damals noch wichtig, dass ich noch promovieren kann in München. Das war immer noch so eine Herzensangelegenheit, auch diese wissenschaftliche Brille mal aufzusetzen und da in andere Thematiken reinzuschnuppern. Und diese Zeit habe ich dann auch noch bekommen oder mir noch nehmen können und bin dann in der Tat 2008 wieder zurück aus der Großstadt in die kleine Großstadt Koblenz gezogen. Die Unternehmensnachfolge ist ja ein Riesenthema, gerade auch für etablierte Familienunternehmen. Ist bei euch also gut gegangen, dass da jemand war, nämlich du, der das Unternehmen übernehmen konnte? Absolut. Also das ist eine große Herausforderung, dieser Generationenwechsel grundsätzlich. Mhm. Und umso schwieriger, wenn es niemanden gibt aus den eigenen Reihen, der das übernehmen möchte. Und in unserem Fall war ich glücklicherweise dann da, ja. Aber damit gab es natürlich dann auch wieder ganz andere Herausforderungen, denn diese Staffelstabübergabe, wie man das so schön sagt, das ist herausfordernd. Und das war auch für uns als Unternehmen nicht immer leicht und auch herausfordernd. Und das ist es, glaube ich, für die allermeisten Familienunternehmen. Ja. Hast du einen anderen Führungsstil als dein Vater? Mit Sicherheit. Und ich glaube, das liegt ja schon allein daran, wir sind unterschiedliche Generationen. Zwischen uns liegen ein paar Jährchen und ich bin ganz anders aufgewachsen, als er es ist. Und natürlich hat man da einen anderen Stil. Und ich glaube, dass auch kein Unternehmen seinen Stil über 100 Jahre beibehält. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man wandelt sich und muss sich auch mitwandeln, weil die Zeit sich ja nun mal auch verändert. Und das ist wiederum ja auch eine tolle Sache einer Staffelstabübergabe, weil dadurch auch wieder der, wie man so schön sagt, frische Wind dann einem um die Ohren pfeift. Und das ist ja häufig gut, wenn man ja auch mal den bewährten Pfad verlässt und mal einen Ausflug nach links oder nach rechts macht. Ja. Was waren denn so die Bereiche, die dir als erstes in den Sinn gekommen sind, wo du dachtest, so, da will ich was ändern? Ja, das ist eine total schwierige Frage. Ich erinnere mich noch gut an eine Situation, als ich bei uns ins Unternehmen kam 2008, man ist natürlich voller Tatendrang und man weiß gar nicht, wo man erstens anfangen soll, weil man aus seiner Sicht viele Möglichkeiten erkennt. Andererseits muss man sich natürlich auch erstmal einarbeiten und weiß auch viele Dinge gar nicht recht anzugehen. Und ich erinnere mich noch an eine Situation gleich zu Beginn meiner Tätigkeit hier bei uns, als mein Vater irgendwann mal zu mir sagte, Mensch Andreas, mach mal langsam. Mhm. Bist jetzt bei uns im Unternehmen und jetzt kannst du es ruhig ein bisschen langsamer eingehen lassen. Und ich dachte, nee, möchte ich ja gar nicht. Ich möchte Gas geben und ich will mich doch jetzt nicht zurücklehnen. Im Gegenteil. Und ja, das war wieder diese Generationenunterschied, der Blickwinkel eines, mein Vater war damals knapp über 60 und ich war 28 und ja, da hat man eine andere Perspektive auf die Dinge und sieht manche Sachen dann ganz unterschiedlich. Und das ist aber auch gut so. Und das hat uns auch geholfen. Wir haben viel diskutiert und hatten auch viele Themen, wo wir nicht einer Meinung waren und wo auch jeder von uns beiden dann einen Schritt auf den anderen zumachen musste.
Sonst wäre es nicht gegangen. Ja. Hast du so einen Tipp für diejenigen, die gerade in so einer Situation sind, dass sie ihr Unternehmen abgeben müssen oder abgeben möchten an die nächste Generation zum Beispiel? Und man muss dann ja immer, wie du selbst gesagt hast, es gibt immer irgendwelche Konflikte, vielleicht sogar zum Glück, weil man ja jeder von der, vom anderen wiederum doch profitiert, von der Erfahrung einerseits und von und auf der anderen Seite eben diese Energie, die da kommt und dieser neue frische Wind, wenn man so will. Wie geht man damit am besten um, damit das gut geht? Also da gibt es sicherlich kein Patentrezept. Wenn es das gäbe, dann gäbe es auch keine Generationenkonflikte. Ne? Also das gibt es sicherlich nicht und ich will mir auch nicht anmaßen, anderen da Ratschläge geben zu können. Ich kann jetzt nur von uns urteilen. Mein Vater und ich, wir sind beide starke Charaktere und das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits, wenn zwei in Anführungszeichen Sturköpfe aufeinandertreffen, dann wird es an der einen oder anderen Stelle schwer, zu einem Ergebnis zu kommen, weil keiner von seiner Position abrücken will. Und das muss man natürlich auch lernen. Und das mussten wir auch beide lernen. Ich musste das lernen, mein Vater musste das auch lernen. Mir ist es manchmal nicht schnell genug gegangen, dieses Loslassen. Das musste ich auch lernen, dass das eben, dass man nicht erwarten kann, dass ein Lebenswerk, was man über 40 Jahre ganz alleine mit seiner Frau geführt hat, dann mal eben an den Junior, der daherkommt, übergeben werden kann. Gleichzeitig, glaube ich, musste mein Vater eben auch lernen, dass er vertrauen muss, loslassen muss und mich dann auch Fehler machen lassen musste. Ich habe oft gehört von meinem Vater, ich will dich doch nur vor Schaden bewahren. Und natürlich. Und ich bin inzwischen auch glücklicher Papa einer kleinen Tochter und merke und beobachte selber, wie ich auch an vielen Stellen denke, oh, da könnte jetzt das und jenes passieren und da musst du aufpassen und einschreiten. Und ich glaube, genau in dieser Situation steckte mein Vater damals. Und man kann aber nicht einen vor allem bewahren und man muss bei vielen Sachen leider auch selber die Erfahrung machen. Das geht natürlich dann auch schief. Und da muss, glaube ich, oder musste mein Vater lernen, das auch zu akzeptieren, dass ich auch mal auf die Nase fallen muss, auch wenn er es hat schon kommen sehen. Du wirst es vielleicht leichter haben, wenn du das Unternehmen mal an, zum Beispiel an die Tochter abgibst, ja? Weil du hast ja schon die Erfahrung gemacht, dass dein Vater dir das Unternehmen also übergeben hat. Dein Vater hatte die Erfahrung nicht mit seinem Vater. Er musste plötzlich, ja. Und da hast du jetzt quasi das Plus, dass du schon damit Erfahrung hast. Und wenn es dann weitergeht, ich greife jetzt mal ganz weit nach vorne und du das dann vielleicht weiter übergibst, das Unternehmen an die nächste Generation, dass du dann schon eher weißt, okay, wird wahrscheinlich dann auch nicht einfach, aber... Ja, das ist natürlich meine Hoffnung, dass ich das vielleicht gut hinkriege dann. Ich glaube allerdings auch, dass mein Vater oder meine Eltern das auch, die haben es auch gut hingekriegt. Ich bin schließlich noch da und meine Frau ist auch bei uns im Unternehmen und das klappt auch alles ganz gut. Ob das jetzt die eigene Tochter ist oder der eigene Sohn ist, der das Unternehmen übernimmt, oder möglicherweise auch jemand ganz anderes. Denn auch ich kann ja unsere Tochter nicht dazu zwingen, sich für unser Unternehmen zu begeistern. Vielleicht hat sie andere Leidenschaften, die sie einen anderen Weg einschlagen lassen. Und auch da bin ich mir oder mit meiner Frau sehr sicher, muss unsere Tochter sich das selber aussuchen dürfen, ob sie das möchte oder nicht. Ich glaube aber, egal an wem man das Unternehmen dann irgendwann übergibt, wird es sicherlich auch für uns eine Herausforderung und nicht so leicht werden, da zu 100% loszulassen. Aber man versucht natürlich, vielleicht auch aus Umständen, aus Erfahrungen oder auch vielleicht aus Fehlern, die man selbst gemacht hat, zu lernen, um sie nicht ein zweites Mal zu machen. Ne? Wenn ich mich bei euch umschaue, dann ist, glaube ich, hier so einiges anders, als das noch vor einigen Jahren war in den Unternehmen.
Ihr habt eine Müsli-Bar, ihr habt einen Fitnessraum, also Sachen, die ich schon aus anderen Unternehmen oder zum Beispiel aus dem Technologiezentrum kenne. Also aus der Startup-Szene zum Beispiel. Na, moderne Einrichtungen, eine ganz andere Arbeitskultur wird damit ja auch ermöglicht. Das ist mir hier direkt aufgefallen. Kamen diese Ideen von dir? Die kamen von uns, also von meiner Frau, von mir und auch von Mitarbeitern. Mhm. Wir treffen ja nicht jede Entscheidung alleine, aber man hat bestimmt auch so eine Vision im Kopf und da gehört auch das Arbeitsumfeld dazu. Und da haben wir eigentlich es nur so gemacht, wie wir es selber gut finden würden, wenn wir irgendwo arbeiten würden. Und ja, und da hat man sich auch an vielen befreundeten Unternehmen auch was abgeguckt, ne? Was man gut fand. Und ich bin beispielsweise war leidenschaftlicher Basketballspieler. Deswegen haben wir einen Basketballkorb unten im Hof. Mhm. Und ich freue mich über jeden, der im Sommer dann da steht und auch ein paar Körbe wirft. Und denn am Ende des Tages müssen wir alle gerne zur Arbeit kommen. Wir müssen uns hier gerne aufhalten. Und das ist schon so ein primäres Ziel, was wir auch grundsätzlich haben. Dass die Leute sich hier gerne aufhalten, gerne Zeit miteinander verbringen. Wir wollen bewusst auch Begegnungen schaffen. Das ist auch der Hintergedanke des Fitnessraums unter anderem, dass da dort unterschiedliche Kollegen auch zusammenkommen und so vielleicht auch mal fernab des Geschäftsalltags über ganz andere Dinge sich austauschen. Ich glaube, das fördert das Zusammenarbeiten. Und könntest du so ein bisschen beschreiben, wie das hier ist? Die Hörerschaft ist nicht hier, ist nicht dabei, die können das alles nicht sehen. Also zunächst einmal war uns wichtig, dass wir sehr transparente, offene Büros haben. Dass sich hier keiner in seinem Büroraum versteckt und sich vielleicht auch allein auf weiter Flur fühlt. Deswegen ist es bei uns alles sehr hell, sehr lichtdurchflutet und man kann in alle Büros reingucken. In aller Regel stehen auch alle Bürotüren offen und wenn man was auf dem Herzen hat, dann spaziert man in jedes Büro in Mainz, in das meiner Frau oder der Kollegen und man spricht sein Thema an, was man so auf der Agenda hat. Und das ist schon mal ganz wichtig, also diese Open Door Policy, wie man das im Neudeutschen Anführungszeichen so schön sagt, das ist schon enorm wichtig und das leben wir hier auch durch alle Abteilungen. Ja, und um mal von diesen Gimmicks wegzukommen, ein Fitnessraum, eine Müsli-Bar, das sind alles so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages aber aus meiner Sicht nicht so kriegsentscheidend sind. Ne? Wichtig ist, glaube ich, der Umgang miteinander. Der muss gut sein. Und ob das jetzt ein neues Büro ist, ein älteres Bürogebäude oder ein kleines, ein großes, ich glaube, das ist völlig egal. Der Umgang miteinander ist wichtig und der findet bei uns auf Augenhöhe statt. Das heißt, wir versuchen, unsere Mitarbeiter dialogisch zu führen. Das heißt, wir gehen in die Diskussion, wir gehen ins Gespräch, wir diktieren nicht, wo es lang geht, sondern wir sprechen möglicherweise Empfehlungen aus oder Ideen und versuchen dann gemeinsam zu einer Entscheidung zu gelangen. Und das gelingt auch in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch Fragestellungen, wo man sich am Ende entscheiden muss, geht man rechts lang oder links lang und man ist sich auch nicht immer einer Meinung und dann muss schon mal eine Entscheidung getroffen werden und das kann dann auch sein, dass wir entscheiden müssen, ob wir jetzt nach rechts oder nach links laufen. Ja. Mhm. Aber in aller Regel treffen die Mitarbeiter ja sehr selbstständig ihre eigenen Entscheidungen und das auch mit Erfolg. Ich glaube, das liegt ganz besonders daran, als dass wir schon bei der Auswahl der Mitarbeiter uns Mühe geben, nämlich pfiffige Leute einzustellen. Und ich glaube, wenn man pfiffige Leute einstellt, dann treffen pfiffige Leute auch pfiffige Entscheidungen. Ja. Und wenn sie keine pfiffigen Entscheidungen treffen, dann muss man sich vielleicht auch eher die Frage stellen, hat man es nicht richtig erklärt? Weiß der pfiffige Mensch nicht genau, was er machen soll? Oder, das hatten wir auch schon oft, dass ein
Themengebiet für einen Mitarbeiter einfach nicht das Passende war. Und dann versuchen wir zu überlegen, ob man dem Mitarbeiter vielleicht eine andere Aufgabe gibt, möglicherweise auch die Abteilung wechselt. Das hatten wir auch schon hin und wieder mal. Und auf einmal, siehe da, klappt es dann ganz hervorragend und dann ziehen die Mitarbeiter mit am einen Strang. Mhm. Also das ist schon ein anderer Führungsstil als früher wahrscheinlich, oder? Die älteren Generationen das gemacht hätten. Ja, das kann sein. Also wir waren damals natürlich auch viel kleiner. Damals war unsere Unternehmensgröße viel, viel überschaubarer. Als ich bei uns ins Unternehmen kam, waren wir ca. 30 Mitarbeiter. Inzwischen sind wir über 170 Mitarbeiter. Hm. Und bei 30 Mitarbeitern, glaube ich, kann man als Inhaber auch alles im Blick behalten und überall sehr, sehr gut mitreden. Bei 170 Mitarbeiter plus und den vielen Themen und Herausforderungen, die wir zu bearbeiten haben, möchte ich nicht behaupten, dass ich überall Experte bin. Wir haben viele Experten in ihren Bereichen und wir versuchen zwar überall auch viel mitzubekommen, aber zu vielen Themen gibt es Mitarbeiter bei uns, die mehr dazu sagen können und besser Auskunft geben können, als ich es könnte. Und das ist auch gut so. Und da habe ich auch kein Problem mit. Ich glaube, das muss man auch zulassen. Aber da sind wir wieder bei den pfiffigen Mitarbeitern. Ja, man bekommt von ihnen ja auch Inspiration, ne? Man kann sich nicht immer alles selbst ausdenken als Unternehmer oder als der Chef, sondern es ist ja gut, wenn es von den Leuten selbst kommt. Absolut richtig. Ich glaube, alleine auf weiter Flur würden wir nicht allzu viel erreichen. Wir brauchen gute Leute an unserer Seite, die das gleiche Ziel verfolgen und sich auch ihren Kopf zerbrechen. Und wir haben das Glück, viele sehr unternehmerisch denkende Mitarbeiter im Team zu haben, die genau das tun. Und drum entstehen viele Ideen dann auch aus dem Kollegium. Und sei es neue Artikel, sei es neue Maschinen, die wir anschaffen in unserer Produktion oder auch anpassen, um noch optimierter arbeiten zu können. Das heißt, es ist dir sehr wichtig, dass sich die Mitarbeiter hier wohlfühlen und die Mitarbeiter zu halten, aber auch neue Mitarbeiter zu gewinnen. Da höre ich auch immer wieder, dass das keine so einfache Geschichte ist. Das ist, glaube ich, die Herausforderung der Zukunft. Und das habe ich schon festgestellt in den Jahren, wo ich bei uns im Unternehmen bin. Zu Beginn war es relativ einfach, Mitarbeiter zu gewinnen. Heute ist es enorm schwierig geworden. Und das ist uns total wichtig. Wir haben nicht ohne Grund unten bei uns im Eingang keine Drehtüre, sondern im besten Fall finden unsere Mitarbeiter hier bei uns ihr berufliches Zuhause. Wir haben gerade im letzten Jahr sehr viele Mitarbeiter eingestellt. Und da ist es natürlich nicht so, dass man bei jedem neuen Mitarbeiter direkt das Deckelchen beziehungsweise umgekehrt das Töpfchen vielleicht findet, ne, was zueinander passt. Und war es im letzten Jahr für uns an der einen oder anderen Stelle erstens herausfordernd, so viele neue Leute zu gewinnen. Zweitens dann auch die richtigen zu finden, die zu uns passen. Das sind jetzt zwei Sachen, die mich interessieren. Zum einen, weil du sagst, ihr habt viele Leute eingestellt. 2020, ein Jahr, mit dem ganz viele Unternehmer, glaube ich, nichts Gutes verbinden. Und du sagst, ihr habt weitere eingestellt. Also setzt euch die Corona-Krise nicht so sehr zu? Ja, in der Tat war das Jahr 2020 und es ist ja heute noch enorm herausfordernd für ganz, ganz viele Branchen. Und wir haben als Lebensmittelproduzent, der vor allen Dingen den Lebensmitteleinzelhandel beliefert, das in der Tat große Glück gehabt und haben es immer noch kaum eingeschränkt zu sein. Das Einzige, was uns weggebrochen ist, ist der gastronomische Bereich natürlich. Und das war, heute kann man das sagen, zum Glück nur ein kleiner Baustein. Und der Lebensmitteleinzelhandel hat im letzten Jahr einfach gewaltig sich entwickelt. Ja. Und davon haben wir profitiert. Denkst du, dass es damit zusammenhängt, dass die Leute jetzt mehr zu Hause kochen? Oder wie ist das? Absolut. Also ich habe das aber vorher auch schon beobachtet. Auch vor Corona hatten wir schon in den Jahren zuvor den Eindruck, dass wieder so eine Leidenschaft entsteht, selber zu kochen, Sachen selber zu machen. Gewürze sind aus meiner Sicht in den letzten Jahren eh ein
sehr trendiges Thema geworden. Mhm. Und Corona hat das natürlich zwangsläufig enorm verstärkt. Nachdem wir alle nicht mehr essen gehen konnten, mussten wir ja schließlich uns alle zu Hause selber was Leckeres kochen. Und das hat sicherlich viele motiviert, sich auch mit Gewürzen intensiver zu beschäftigen. Wenn die Herausforderung gar nicht so sehr in der Corona-Krise war und ist, stelle ich mir aber vor, dass ihr trotzdem andere Herausforderungen habt. Und da ist zum Beispiel all das um die Gewürze herum, der Gewürzehandel, das Besorgen dieser Gewürze, das ist ja oft in ganz entlegenen Gegenden der Welt. Kannst du uns dazu etwas erzählen über bestimmte Gewürze? Ja, also grundsätzlich ist das tatsächlich ein enormes Problem gewesen im letzten Jahr, überhaupt unsere Rohwaren so zu beschaffen, wie wir sie gebraucht haben. Und das lag vor allen Dingen an der Lieferkettenproblematik, die wir natürlich auch beobachtet haben, als dass es teilweise in Indien beispielsweise keine Container, keine Schiffscontainer mehr gab, in die irgendwas hätte verladen werden können, weil an anderen Stellen die Container nicht entsprechend entladen wurden. Das hat also zu enormen Problemen geführt. Und Indien, wir sprechen ja jetzt im April diesen Jahres miteinander, ist ja die Pandemie im vollen Ausmaß auch noch im Gange. Und das schränkt tatsächlich sehr viele Länder, wo unsere Produkte herkommen, enorm ein. Und das war eine besondere Herausforderung im letzten Jahr. Grundsätzlich ist der Gewürzmarkt aber sowieso enorm volatil, weil wir uns vorstellen müssen, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, es müssen immer mehr Menschen und mehr Menschen ernährt werden. Und Gewürze wachsen in den entferntesten Ländern auf dafür vorgesehenen Agrarflächen. Und wenn dann zum Beispiel in Ägypten der Weizenanbau subventioniert wird, dann ist das Interesse nicht mehr so da, Gewürze möglicherweise anzubauen. Ihr seid also in gewisser Weise ein bisschen wie, ich muss da an die Winzer denken, die auch sehr auf die Natur angewiesen sind natürlich, auf Wind und Wetter sozusagen. Und ihr seid da ja auch davon abhängig, ja, wenn eine Naturkatastrophe kommt oder... Ja, absolut. Also es sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist natürlich die Witterung, das Wetter, die Naturkatastrophen, die du angesprochen hast. Spekulanten, Gewürze sind inzwischen Spekulationsgut geworden, die teilweise spekuliert wird. Und das sorgt auch wieder für enorme Verknappung. Politische Lagen spielen eine nicht unerhebliche Rolle. Ein Beispiel, was dem einen oder anderen bekannt ist, Safran stammt zu 95% aus dem Iran. Und die enormen Sanktionen, die es gab, haben uns natürlich an der Stelle auch nicht geholfen. Und Syrien war bis vor einigen Jahren ein Hauptproduzent für das Lorbeerblatt neben der Türkei. Und man kann sich vorstellen, dass der Handel mit Syrien an der Stelle auch eingebrochen ist. Und so ist das also eine wirklich sehr vielfältige Gemengelage. Um vielleicht das Thema der Witterung und der Naturkatastrophen nochmal aufzugreifen, da haben wir auch ein ganz prominentes Beispiel, was, glaube ich, jeder der Zuhörer auch in den letzten Jahren mitbekommen hat. Vanille ist eine Rohware, die unheimlich unter Druck ist. Und die sogenannte Königin der Gewürze, die Vanilleschote, stammt vor allen Dingen aus Madagaskar und den umliegenden Inselchen. Und Madagaskar ist eine Region, die häufig von Hurricanes heimgesucht wird. Und ein Vanillebaum, das muss man wissen, oder ein Vanillestrauch, ist ein Rankgewächs. Die Vanillepflanze ist ein Orchideengewächs und rankt sich an Holzpfählen oder an anderen Pflanzen in die Höhe. Und wenn da dann ein Sturm drüber weht, kann man sich vorstellen, dass das die Vanillepflanze erhebliche Mitleidenschaft zieht. Ja, das ist spannend. Ja, da kann man auch schon mal dastehen und muss auf ein Gewürz komplett verzichten. Stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Ja, absolut. Wir haben derzeit hat die Gewürzbranche im Allgemeinen wieder ein ganz anderes Problem, wo wir uns mit auseinandersetzen. Der Endverbraucher mag das auch schon gemerkt haben, dass Kreuzkümmel in den Regalen sehr rar ist. Und das liegt wiederum an einer Pestizidbelastung, die Grenzwerte überschreitet und nicht verkaufsfähig ist. Mhm.
wenn ich als Kundin im Geschäft stehe, vor dem Gewürzregal, und da gibt es ja schon ziemlich viel, dann mache ich mir natürlich Gedanken, okay, woher kommt das jetzt? Was für ein Unternehmen ist das? Natürlich will man dann wissen, ist denn das Produkt gut? Ist die Ware gut, das, was da geliefert wird? Ja, das ist so eine Vertrauensbasis. Was kaufe ich da ein? Das nehme ich ja zu mir. Ja, und du hast gesagt, die Ware wird geliefert. Wie kann man sich das so vorstellen als Verbraucher? Das kommt nach Koblenz oder beziehungsweise jetzt nach Mülheim-Kärlich, wo wir hier sind. Und wir sitzen hier im Bürogebäude. Aber hier ist noch was nebendran. Erzähl du mal, wie das ist. Ja, hier unten drunter, beziehungsweise nebendran, befindet sich unsere Logistik. Die Logistik ist hier in Mülheim-Kärlich. Die Produktion ist in Koblenz. In der Tat, alles, was angeliefert wird, wird hier in Mülheim-Kärlich angeliefert. Und wenn es sich um Rohwaren, Rohstoffe handelt, Gewürze und Kräuter, dann werden diese, wenn sie ankommen, zunächst einmal beprobt. Wir haben ein Quarantänelager, da werden unsere Produkte dann zunächst einmal zwischengeparkt, von unseren Lebensmittelchemikern beprobt. Wir machen einige Analysen selber hier bei uns im Hause. Verschiedenes wird zu akkreditierten Instituten geschickt und analysiert. Und erst mit einer Analyse und einer Freigabe durch das Qualitätsmanagement geben wir die Ware dann auch frei, in Anführungszeichen. Das heißt, wir können sie auch verproduzieren. Und sofern das nicht der Fall ist, wird die Ware nicht weiterverarbeitet. Dann haben was könnte denn da rauskommen bei der Analyse? Zum Beispiel, dass Pestizidwerte zu hoch sind. Zum Beispiel, dass der Wassergehalt, die Restfeuchte zu hoch ist. Warum ist das ein Problem? Der Endverbraucher möchte ja ein Gewürz haben, welches er über lange Zeit auch gebrauchen und genießen kann. Und wenn ja etwas zu feucht ist, dann besteht die Gefahr, dass es dann über die lange Zeit, die so ein Gewürzdöschen sich im Schrank befindet, möglicherweise auch anfängt zu gammeln. Ne? Mhm. Und so ist das ein wichtiger Punkt, den wir analysieren. Und ansonsten gibt es natürlich viele weitere Verunreinigungen, die analysiert werden müssen. Und erst wenn wir hier die Freigabe haben durch die Analysen, können wir die Produkte verarbeiten. Du hast gesagt, die werden hier veredelt. Was meintest du damit mit Veredelung? Was ist damit gemeint? Mischen, malen und handverlesen teilweise. Die Rohwaren, die dann freigegeben sind, gelangen dann irgendwann zu uns nach Koblenz in die Produktion. Und hier haben wir nun verschiedene Schritte. Wenn wir vom ganzen Pfefferkorn sprechen, dann ist das relativ einfach. Dann müssen wir das nur abfüllen, sofern es sich um gereinigte Ware handelt. Wenn es sich Gewürzmischungen handelt, die wir herstellen, dann müssen wir teilweise die Rohwaren zunächst selber vermahlen, mischen und verpacken. Ihr habt euer Produktportfolio ja auch dann weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass es sich dabei auch um unterschiedliche Zielgruppen handelt. Und dann frage ich mich, wie entsteht so eine Gewürzmischung? Ja, wie kommt man auf die Idee? Und vielleicht kannst du auch noch was zu den Zutaten selbst sagen, zu der Rohware. Ja, unser Sortiment hat sich in der Tat kräftig entwickelt. Wir produzieren inzwischen über 600 Artikel in Koblenz. Und dazu gehören inzwischen auch enorm viele Mischungen. Die Gewürzmischung ist für uns der Convenience-Artikel im Gewürzregal. Das heißt, der macht es dem Endverbraucher enorm leicht, die verschiedenen Gewürze, die in einer Gewürzmischung ja zwangsläufig enthalten sind, richtig zu dosieren. Und das ist bei Gewürzen auch gar nicht so einfach, wenn man sich nicht auskennt. Da kann die Messerspitze Nelke dann auch zu viel gewesen sein. Und drum haben wir in den letzten Jahren, weil ja gerade auch die jungen Leute das Kochen immer mehr lieben gelernt haben in den letzten Jahren, sehr viele leckere Gewürzmischungen bei uns ins Sortiment integriert. Und dafür haben wir eine separate Linie ins Leben gerufen. Diese Gewürzlinie nennen wir Young Kitchen, die junge Küche. Und hier geht es bei dem Arrabbiata-Gewürz über Bolognese-Gewürz, über Café de Paris, über Smoky Barbecue, über Guacamole-Gewürz und Rührei-Gewürz in ganz exotische Richtung, ob das ein Harissa ist für die arabische Küche oder ein Ras El Hanout
bis hin zu verschiedenen Curry-Spezialitäten. Und ja, das ist inzwischen eine ganz wichtige Säule für uns geworden. Wichtig, grundsätzlich in unserem gesamten Sortiment verzichten wir auf Zusatzstoffe. Das heißt, wir setzen keine Geschmacksverstärker ein. Wir arbeiten nicht mit Milchzuckerzusätzen. Wir setzen auch keinen Hefeextrakt ein und versuchen also mit Gewürzen, Kräutern, Salz natürlich und teilweise setzen wir auch Zucker ein zu unseren Gewürzmischungen, tolle Rezepturen zu kreieren. Mhm. Und ja, die Ideen hast du eben gefragt, wo stammen die Ideen her? Indem man ja einerseits die Augen so ein bisschen offen hält, was so gefragt ist. Mhm. Jetzt essen wir, glaube ich, alle auch ganz gerne. Und so entsteht natürlich dann auch ein Interesse. Wir gucken uns natürlich an, was machen unsere Wettbewerber. Wir gucken uns aber auch den ausländischen Markt an. Was passiert da? Welche Trends gibt es dort? Und dann entstehen Ideen. Und dann ist vor allen Dingen meine Frau auch hier sehr agil. Meine Frau ist vor allen Dingen im Bereich Produktentwicklung und Qualitätsmanagement aktiv. Und überlegt sich dann spannende Rezepturen. Und so kommt es dann, dass wir entweder hier bei uns in unserer firmeninternen Küche Sachen verköstigen mit den Mitarbeitern oder es abends dann bei uns zu Hause wieder drei verschiedene Sorten von irgendeinem leckeren Dip zu probieren gibt, den meine Frau ausprobiert hat. So haben wir kürzlich Humusgewürz bei uns ins Sortiment integriert. Mhm. Und ja, und das ist inzwischen ein Artikel, der auch gut angenommen wird. Mhm. Und so kommen ständig auch immer wieder neue Sachen dazu. Dem ist natürlich grundsätzlich auch gar kein Ende gesetzt. Die Idee bei Jan Kittchen war noch eine ganz wesentliche. Zum einen leckere Gewürze anzubieten, zum anderen ist aber tatsächlich für den Endverbraucher so einfach zu machen, dass er nur diese eine Gewürzrezeptur benötigt, um, wenn er möchte, das Rezept, was wir auf der Rückseite der Verpackung mit angeben, auch mit einfachen Mitteln nachzukochen. Und das heißt, ich brauche nicht zwangsläufig noch ein anderes Gewürz. Ich komme also damit, wenn ich das möchte, gut zurecht. Ist auch eine Herausforderung, ne? Das dann so zu entwickeln. Ja, das ist in der Tat, das ist schwierig. Und da ist auch nicht jede Rezeptur von Anfang an ein Treffer. Da probieren wir schon viel aus und müssen dann manchmal das ein oder andere mal liegen lassen und mal drüber schlafen. Und bevor wir dann die richtige Rezeptur gefunden haben, die den allermeisten gut gefällt. Mhm. Ja, ihr habt jetzt zwei Küchen im Gebäude, ne? Eine große offene Küche, glaube ich, für die Mitarbeiter, wo man zusammen essen kann und so weiter. Und dann eine andere zweite Küche, in der auch, glaube ich, gefilmt wird, oder? Und Probe gekocht wird? Ja, die Küche ist inzwischen Bestandteil unseres Marketingbüros. Das heißt, unsere Marketingabteilung mit inzwischen 8 Mitarbeitern ist in unserer Showküche sozusagen ansässig. Und dort kochen wir in der Tat auch insbesondere, um Rezepturen zu erproben oder aber auch um Posts zu entwickeln für die sozialen Medien, für Instagram, für Facebook oder auch für andere Zwecke, um dann auch ein schönes Foto von dem lecker zubereiteten Gericht zu haben. Das heißt, wir fotografieren in unserer Showküche das, was wir gekocht haben und wir filmen das auch entsprechend, ja. Ist das wichtig? Ist Social Media in der Gewürzbranche wichtig? Ich glaube, es ist enorm wichtig geworden, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Also nicht zwangsläufig für die Gewürzbranche. Ich glaube, über die sozialen Medien ist man in der Lage, ja, gewisse Zielgruppen zu erreichen. Es gibt ja manche Jugendliche, die gar kein Fernsehen mehr schauen abends. Man sieht die jungen Leute dann meistens nur noch mit dem Smartphone vor der Nase. Das heißt, die Kanäle haben sich, glaube ich, geändert, um den Endverbraucher zu erreichen. Und die junge Zielgruppe
erreicht man auf Instagram und die etwas Älteren auf Facebook und die ganz Jungen auf Snapchat. Und so gibt es inzwischen ja eine ganze Bandbreite an Kanälen. Und wir versuchen, die zu unserer Marke passenden Kanäle uns auszusuchen, und dort versuchen wir, interessante Inhalte zu posten, um ja, für den Endverbraucher auch einen Mehrwert zu generieren. Das heißt, zum einen hat sich vieles so früher verändert, weil es diese sozialen Netzwerke gibt, weil einfach die Öffentlichkeitsarbeit dadurch auch so ein bisschen anders aussieht als früher. Aber ihr müsst ja eure Zielgruppen nicht nur auf diese Weise erreichen, sondern ich glaube auch mit Verpackungen, oder? Man muss dazu sagen, ich sitze hier gerade so, dass ich hier tatsächlich ein Regal mit den Gewürzen sehe in unterschiedlichen Verpackungen. Und du hast gesprochen von der einen Produktlinie. Die unterscheidet sich zum Beispiel auch durch die Verpackung. Spielt das alles auch eine Rolle? Schaut man dann hin, wie sind diejenigen, die wir da erreichen wollen, umweltbewusster oder wie auch immer? Oder? Ja, absolut. Das Verpackungsthema, das treibt uns seit vielen Jahren um, aus zwei Gründen. Einerseits ist uns natürlich auch nicht entgangen, dass die Welt ein Problem hat mit Verpackungsmüll und der Verschmutzung der Weltmeere und so weiter. Und einerseits und andererseits dem Bewusstsein, was auch beim Endverbraucher entstanden ist, bezüglich dem, was kaufe ich da ein und aus welcher Verpackung oder aus welchem Material ist das eigentlich hergestellt worden. Und so haben wir uns vor einigen Jahren überlegt, wie können wir eine weitestgehend ökologisch nachhaltige Verpackung ins Gewürzsortiment implementieren, um hier für den Endverbraucher eine interessante Alternative zu schaffen. Und so ist die Korkdeckeldose, ich glaube, das ist das, was du meinst, entstanden. Eine Papierdose mit einem Papieretikett und mit einem Korkdeckel. Das heißt, alles nachwachsende Rohstoffe, die ganz dicht dran sind an der ökologisch perfekten Verpackung. Gleichzeitig haben wir unser Sortiment auch noch in eine andere Richtung weiterentwickelt, als dass wir vor ungefähr 6 Jahren kontrolliert biologische Gewürze bei uns ins Sortiment integriert haben. Denn die Nachfrage nach kontrolliert biologischen Lebensmitteln ist auch stark steigend. Mhm. Und das haben wir im Gewürzbereich auch beobachtet. Und und so ist Hardcom Bio vor einigen Jahren entstanden und rundet unser Sortiment an der Stelle auch wieder ein bisschen ab. Ich habe auch den Eindruck, dass du jemand bist, der das auch ernst meint. Also der jetzt als Unternehmer nicht denkt, oh, das ist das, was die Leute wollen, also liefern wir das, sondern dass du auch jemand bist, der selbst das gut findet. Also ich glaube, man muss hinter seinem Produkt stehen. Egal, was es ist, was man verkauft. Ne? Und da stehe ich auch dahinter, und sonst würden wir es nicht anbieten. Aber es ist auch nicht so, dass ich jede Gewürzmischung von uns total klasse finde. Wenn ich nur das verkaufe, was mir selber schmeckt, dann können wir unser Sortiment wahrscheinlich ein bisschen reduzieren. Also man muss schon auch das anbieten, was der Endverbraucher will. Und das versuchen wir schon auch mit unserem umfangreichen Sortiment zu tun. Gleichzeitig muss man natürlich von dem, was man anbietet, auch überzeugt sein. Dann kann man das auch gut an den Mann und an die Frau bringen. Ich dachte an diesen Umweltgedanken. Weißt du, dass es etwas ist, das dir was bedeutet? Ja, schätze ich das absolut richtig ein? Wäre jetzt blöd, wenn du Nein sagen würdest, ne? Aber ich glaube, oder? Ja, nee, absolut. Also das ist ein wichtiger Punkt. Da machen wir jetzt nicht bei der Umverpackung halt, sondern wir haben uns intensiv angeschaut, wie wir unsere Artikel verpacken. Hier haben wir Plastik im großen Stil einsparen können und haben auf andere Packmittel gesetzt, die ökologisch sinnvoller sind. Wir produzieren in beiden Standorten unseren Strom zu 100% selbst über Photovoltaikanlagen und versuchen auch da den ökologischen Gedanken etwas weiter zu spinnen. Schließlich bieten wir unseren Mitarbeitern bei uns an den Gebäuden Elektroladesäulen an, um ihre E-Autos mit Strom wieder zu betanken.
Ja, und was auch wichtig ist, ist, dass wir hier am Standort in Mülheim-Kärlich ein Gebäude gebaut haben im Jahr 2018, welches ökologisch sehr, sehr energiesparsam. Das ist dieses effiziente Bauen. Effizient, ne? Danke, ja. Sehr effizient gebaut ist und das ist uns an der Stelle auch wichtig, ja. Ihr seid ja ein Familienunternehmen und ich merke immer wieder, wie du betonst, mit meiner Frau mache ich das und freust dich ja über die Tochter natürlich. Wir haben im letzten Jahr eine neue Marke entwickelt, Bio-Lotta-Gewürze. Im Grunde genommen war unsere Tochter Lotta der Ideengeber, kann man sagen. Und es gibt ja häufig so Ereignisse im Leben, die einem so ein bisschen zum Nachdenken auch bringen. Und so war das natürlich die Geburt unserer Tochter. Und ich glaube, du bist ja auch Mama und ja. Hast Kinder und ja, und das regt zum Nachdenken an. Und ich glaube, unsere Kinder und auch die der Zuhörer haben das große Glück, in ja, behüteten Verhältnissen aufzuwachsen. Können sich sicher sein, dass sie eine warme Mahlzeit zur Verfügung gestellt bekommen und eine gute Schulbildung und Fahrradfahren lernen und schwimmen gehen und so weiter und so fort. Das ist nicht überall der Fall, denn überall in Deutschland gibt es Armutsviertel, wo Familien eben nicht die Möglichkeit haben, um ihren Kindern die entsprechende Ausbildung und Erziehung und eine warme Mahlzeit und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und so ist dieser Gedanke zu Bio-Lotta-Gewürzen entstanden, eine neue Marke zu schaffen, die auch diesem Thema Rechnung trägt. Bio-Lotta steht unter dem Slogan Nachhaltig würzen, Gutes tun. Und das möchte ich gerne auch kurz dir mal erläutern. Nachhaltig würzen ergibt sich durch die ökologisch nachhaltige Verpackung, die wir auch für Bio-Lotta gewählt haben. Eine Papierdose, auch mit Papieretikett und Korkdeckel und ein Keramiktöpfchen. So ähnlich, wie wir das auch in anderen Bereichen bereits einsetzen. Ökologische Rohwaren kommen hier natürlich zum Einsatz. Das versteht sich von selbst. Und was tun wir Gutes? Wir spenden 15 bis 50 Cent pro verkauften Artikel an eine Spendenorganisation, die sich für Kinder in Armut einsetzt. Und das ist die Organisation Children for Better World e.V. aus München. Und diese Organisation ist eine ganz kleine Hilfsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder, die in Armutsverhältnissen in Deutschland aufwachsen, mit einer warmen Mahlzeit, mit Fahrradunterricht, mit Schwimmunterricht und über andere Maßnahmen zu unterstützen, um auch mal über den Tellerrand ihres Viertels zu schauen. Und wir sind im August letzten Jahres gestartet und bisher sind über 17.000 Euro bereits zusammengekommen, die wir diesem guten Zweck zukommen lassen können. Unter anderem unterstützen wir dabei auch die Koblenzer Spiel- und Lernstube im Kreuzchen finanziell, um hier auch zu unterstützen, aber auch andere Kindertagesstätten in anderen Städten. Du hast vorhin erwähnt, dass du richtig Gas gegeben hast, als du ins Unternehmen eingetreten bist, dass du was bewegen wolltest und wahrscheinlich ist es auch heute so, dass du viel Energie in dieses Familienunternehmen steckst. Wie tankst du selbst auf? Ja, wie tanke ich selbst auf? Zunächst einmal sagte ich eben schon, wir haben eine wunderbare Tochter seit etwas mehr als 2 Jahren bei uns in der Familie und die uns auf Trab hält und ein unheimliches Glück ist. Das heißt, wir verbringen viel Zeit mit der Familie. Wenn es dann möglich ist, sehr gern auch mit Freunden. Und leider ist das im letzten Jahr sehr stark für uns alle, aber auf der Strecke geblieben. Und aber Familie, Freunde und Sport, das sind so die 3 Säulen, die für Ausgleich und wieder Energie sorgen. Welcher Sport ist das bei dir? Laufen. Laufen, ja. Und als Familie verreist ihr wahrscheinlich normalerweise auch gern, oder? Ja, wir verreisen auch gerne. Auch dorthin, wo der Pfeffer wächst, in Anführungszeichen. Okay. In der Tat reizt uns auch die Exotik und die fernen Länder und auch zu sehen, wo unsere Rohstoffe herkommen, das ist klar.
Aber wir sind auch große Holland-Fans und freuen uns auch, wenn wir nach Holland fahren können. Denn das zweite große Hobby, was wir haben, ist der Wassersport. Das heißt, wir, meine Frau und ich, sind begeisterte Wassersportler und nutzen auch jede Gelegenheit, die sich gibt. Was steht dann als nächstes bei euch an? Ja, es steht eine ganze Menge steht an. Wir werden in diesem Jahr mit einem Anbau hier in Mülheim-Kärlich beginnen und einen Teil unserer Produktion hier nach Mülheim-Kärlich verlagern. Das heißt, wir bauen also hier ein großes Produktionsgebäude. Wir werden unsere Verwaltung erweitern. Wir werden unsere Logistik erweitern bei der Gelegenheit. Und das ist für uns eine der größten Investitionen in unserer Firmengeschichte und für uns alle, also für die Familie, aber natürlich auch für die Mitarbeiter, ein ganz besonderer Schritt mit dem Ziel, alle Mitarbeiter, alle Abteilungen dann auch unter einem Dach zu haben. Und da wollen wir hin. Gut, Andreas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch an dich, Alexandra. Das war sehr kurzweilig. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.